Schneeschuhwandern ist voll im Trend. Und es ist eine herrliche Art, die tief verschneite Winterlandschaft wie hier im Salzburger Land zu erleben. Auch wenn man nicht ganz so sportlich ist oder nicht Ski fährt. Und was es genau zu beachten gibt und worum es geht, das zeigen wir Ihnen heute. Wir sind in Krimmel am Rande des Nationalparks Hohe Tauern. Der Ort ist für seinen Wasserfall bekannt, der nicht nur der höchste in Europa ist, sondern auch ein Mikroklima erzeugt, das für Asthmatiker heilende Wirkung hat. Auf rund 1000 Metern Höhe gelegen, ist Krimmel der ideale Ausgangsort für Schneeschuhwanderungen. Doch bevor es losgehen kann, führt mein Weg zunächst ins Sportgeschäft, wo ich mir die nötige Ausrüstung leihen will. Wir sind hier im Sportgeschäft. Der Matthias Hölzel ist neben mir. Und Matthias, ich brauche Schneeschuhe. Was können wir machen? Was kannst du mir empfehlen? Wir haben im Verleih ein Verleihsystem von DAPS. Das hat ein Boa-System für die schnelle Einstellung. Zum Bergaufgehen gibt es eine Unterstützung durch eine Steighilfe. Die Beweglichkeit ist super. Und am Untergrund haben die noch eine Zackenaufnahme, dass man einen besseren Halt für Bergauf und Bergab hat. Das hat ja jetzt nichts mehr mit diesen alten Schneeschuhen zu tun, die man aus Alaska kennt, mit den Weidengeflecht. Oder hier ist auch ein älteres Modell? Genau, hier ist ein älteres Modell in Alaska. Es ist ein bisschen ein Unterschied jetzt. Die haben am Untergrund die Zacken nicht, dass wir einen besseren Halt haben. Und die Beweglichkeit und die Einstellung ist viel einfacher für einen Verleih wie so ein System. Okay, dann nehme ich den. Passt du mir den an? Wir passen den jetzt an. Die Einstellung ist ganz einfach und auch von jedem Laien in Minutenschnelle gelernt. Über ein Drehrad wird die Bindung festgezogen und auf Zug löst sich das System wieder vom Fuß. Bleibt noch die Frage nach der richtigen Bekleidung für Füße und Körper. Bei der Kleidung, Schuhe sind wichtig, oder wichtige Winterschuhe. Ja. Und bei der Kleidung soll es einfach so eine Kleidung sein, wo es zum Gehen nicht oder nicht zu warm wird. Nicht, dass du gleich schwitzt und alles abziehen musst. Aber so eine Skitourenbekleidung ist eigentlich ideal. Super. Zur Grundausrüstung gehören noch verstellbare Skitourenstöcke. Die habe ich auch noch bekommen und so ausgestattet treffe ich mich mit Schneeschuhguide Alois und seiner Gruppe von Schneeschuhwanderern am Rande des Skigebiets Gerlosplatte. Inzwischen hat es angefangen zu schneien, doch das stört einen echten Schneeschuhwanderer nicht. Was machen wir heute? Heute machen wir eine Schneeschuhwanderung für die Anfänger. Da haben wir richtig einmal reinbirschen ins Gelände. Da haben wir alles probieren, ein bisschen bergauf, bergab. Und so ein bisschen Spuren schauen und Landschaft schauen. Da werden wir ganz gemütlich losgehen. Super. Und alles weitere unterwegs. Okay. Das Gelände ist für Anfänger wie mich perfekt, da es sich um ein flaches Hochmoor handelt. In diesem Gelände ohne große Steigungen gehen schon die ersten Schritte ganz problemlos, zumal unser Guide Alois eine Spur legt und wir ihr folgen. Es fühlt sich fast so an, als würde ich auf Watte gehen. Dabei bewegen wir uns auf einer meterdicken Schneedecke. Doch dank der Schneeschuhe sinken wir nur wenig ein. Das ist ja so ein leichtes Dahingleiten durch den Schnee, oder? Ja, bergab ist ja herrlich, da kann man so richtig runter. Leiten, so in kleinen Schritten. Wenn ein schöner Pulverschnee ist, geht das wunderbar. Wie groß ist das Interesse? Wie viele Führungen macht ihr pro Woche? Ja, wir machen jede Woche zwei Führungen, eine für Anfänger und eine für Fortgeschrittene. Für Anfänger gibt es nicht viel zu beachten und Schneeschuhwandern ist etwas für jeden, der gut zu Fuß ist. Ja, eben eine Schuhführung, eine breitere Fußführung muss man machen, dass man nicht draufsteigt auf die Schuhe. Und nachher eben kleine Schritte, nicht so große Schritte. Sonst kann eigentlich nicht viel schief gehen. Die Einsamkeit und Ruhe in dieser tief verschneiten Winterlandschaft sind faszinierend. Ein paar hundert Meter weiter ist der hektische und laute Skibetrieb. Und wir fühlen uns, als würden wir durch die Wälder Alaskas streifen. Beim Schneeschuhwandern ist für mich der Reiz einfach die Ruhe im Wald. Die Einsamkeit, ich gehe gerne alleine, ich schalte gerne ab, ich mache da oft auch so, ja, meine Gedanken schweifen lassen, einfach abseits der Piste, abseits von der Hektik, von den ganzen Leuten. Und wenn da super Schnee ist, ist einfach ein super Erlebnis im Wald,
mit den Schneeschuhen. Das ist vielleicht auch wirklich dieses Abseits der großen Ströme, wirklich die Ruhe zu genießen, die Einsamkeit auch? Ist das genau, die Ruhe genießen, einmal abschalten, einmal. Der Wald ist ja sowieso super zum Abschalten und man kann sich da einfach wieder entspannen und klare Gedanken fassen. Ja. Für dich, Peter, was ist für dich der Reiz? Du gehst auch Skitouren, aber du gehst auch Schneeschuh. Ich gehe sehr gerne auch Schneeschuhwandern. Also mir fällt ebenfalls die Natur natürlich, das herrliche Panorama bei schönem Wetter oder heute bei Schneefall, das macht gar nichts. Es ist immer wunderschön, die frische Luft und einfach mal abschalten, in Ruhe mal durch die Wälder streifen. In unserer Gruppe wandert auch Johanna Prossegger mit. Sie ist von der Paracelsus-Universität Salzburg und hat an einer Studie zu den gesundheitlichen Aspekten des Wintersports speziell auf Allergiker mitgewirkt. Das, was wir gesehen haben, ist mit diesen Allergikern und Asthmatikern haben wir ein 10-tägiges Wintersportprogramm durchgemacht. Und man sieht ganz eindeutig, die allergische Entzündung in den oberen Atemwegen wird weniger. Und das gilt für welche Wintersportarten? Das gilt im Prinzip für einen Mix aus Wintersportarten wie Schneeschuhwandern, Winterwandern, aber auch Skifahren. Hat gerade das Schneeschuhwandern noch andere positive Aspekte? Das Schneeschuhwandern ist einfach eine sehr rhythmische Sportart, vergleichbar mit dem Langlaufen, Schulterkoordination und auch das Gleichgewicht. Unsere Rundtour endet am Rand des Skigebiets. Die Zivilisation hat uns wieder. Nach dieser ersten Erfahrung fühle ich mich gerüstet für etwas ambitioniertere Ziele am nächsten Tag. Doch zunächst geht's ins Hotel, wo ich im großzügigen Wellnessbereich den Tag ausklingen lasse. Der nächste Morgen. Heute soll es tiefer in den Nationalpark Hohe Tauern hineingehen. Und das Abenteuer beginnt gleich vom Start weg. Mit einer Schneekatze, einer Art Pistenraupe mit Personenkabine, wollen wir in Begleitung von Nationalpark-Ranger Hannes Muhr einige Kilometer in den Nationalpark hineinfahren. Hannes, wir fahren jetzt heute erst mit dem Snowcat. Warum? Ja, wir haben momentan sehr viel Schnee und das Snowcat ist die einzige Möglichkeit, wie man ins Tal reinkommt. Okay. Und wir sind rein im Nationalparkgebiet? Wir sind im Nationalparkgebiet, aber in der Außenzone. Aha. Ja, die Kernzone fängt erst am Talschluss an und es ist ja nicht jeder Nationalpark international so geregelt, dass eine Außenzone und eine Kernzone. Okay. Ja. Gut, dann bin gespannt. Machen wir's. Über Nacht hat es nochmals geschneit. Wir fahren durch eine menschenleere Landschaft und fühlen uns in diesem Fahrzeug, als würden wir auf eine Polarexpedition gehen. Und dann geht die Sonne über den Gipfeln auf und taucht die Szenerie in gleißendes Licht. Ein traumhafter Tag in unberührtem Schnee erwartet uns. Das Schneemobil gehört zum Tauernhaus, das ganzjährig bewohnt und von Familie Geißler bewirtschaftet wird. Es liegt auf 1600 Metern Höhe und ist das Ziel unserer heutigen Wanderung. Ein paar Kilometer vor dem Hof ist unsere Fahrt beendet. Startpunkt der Wanderung vor überwältigender Bergkulisse. Nach dem Anlegen der Schneeschuhe rüstet uns Nationalpark-Ranger Hannes zusätzlich mit lawinenverschütteten Suchgeräten, abgekürzt LVS, aus. Sie sind bei Touren im hochalpinen Gelände Pflicht. Heute ist die Lawinengefahr allerdings eher gering. Ja, ich hab's jetzt so, ein LVS-Gerät. Ein LVS-Gerät tragt man immer unter der Jacke. Ja, das ist einmal ganz wichtig und das schaltet man jetzt ein. Ich hab's da drei Stellungen, Off, Send und Search. Das heißt, ich drückt jetzt da rechts auf den Knopf drauf und schiebt das Gerät auf Send. Genau, wenn man es bei jedem piepst, nachher passt es. Dann tun wir es wieder ein. Ab jetzt geht es zu Fuß
durch den unberührten, meterhohen Schnee. Zeit, zur Ruhe zu kommen und die Landschaft mit allen Sinnen zu erleben. Der Nationalpark Hohe Tauern erstreckt sich über die drei österreichischen Bundesländer Salzburg, Tirol und Kärnten. Er ist der größte Nationalpark Mitteleuropas. Wer hier aus den Tälern bis zu den höchsten Gipfeln wandert, durchquert dabei alle Klimazonen, die es zwischen Mitteleuropa und der Arktis gibt. Wir bewegen uns noch im Außenbereich des Nationalparks. Auch wenn hier im Winter alles wie erstarrt zu sein scheint, so ist hier im Hochtal der Krimmeler Ache die traditionelle Almwirtschaft im Sommer noch erlaubt. An einer kleinen Almhütte machen wir Pause. Zeit, mit Ranger Hannes Muhr über den Nationalpark zu sprechen. Der Nationalpark ist das größte Schutzgebiet der Alpen und natürlich auch der größte Nationalpark Österreichs. Mit 1853 Quadratkilometer ist das eine Riesenfläche und geht über drei Bundesländer. Wir sind da an der Nordseite der Hohen Tauern, das ist der Salzburger Bereich. Und an der Südseite ist dann noch Osttirol und Kärnten dabei. Was gibt es zu sehen im Nationalpark? Wie viele hohe Berge habt ihr? Was für Tiere gibt es? Ja, wir sind der mehr oder weniger der östlichste Bereich der Ostalpen. Wir haben ca. 270 3000er. Aufgrund der Geologie, also das ist hauptsächlich kristallines Gestein, sehr viel Oberflächenwasser und natürlich auch noch Gletscher. Mit der Betonung auf noch. Denn auch wenn es hier und heute nicht danach aussieht, gerade in den Alpen ist der Klimawandel deutlich zu spüren. Die Gletscher schmelzen während der Sommermonate im Eiltempo ab. Unsere Wanderung in Richtung unseres Tagesziels geht weiter. Unterwegs sehen wir einige Gämsen. Sie sind hier recht häufig anzutreffen. Andere Tiere des Nationalparks sind Murmeltiere, Steinböcke und Steinadler. Und gelegentlich verirrt sich auch mal ein Bär aus Südtirol hierher, so wie zuletzt Bruno, der als sogenannter Problembär in Bayern erschossen wurde. Das schöne Wetter, die atemberaubende Landschaft und die strahlende Sonne dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns in hochalpinem Gelände bewegen. Das hat gerade für unerfahrene Wanderer besondere Gefahren. Wir sind im Winter jetzt in den Tälern nicht so oft unterwegs, weil ja oft hohe Lawinengefahr herrscht auch. Ja. Es kommt natürlich auf die Wind- und Wettersituation an. Das sollte man wissen, worauf man achten muss. Neuschnee und Wind ist immer eine kritische Situation, auch wenn es dann schönes Wetter ist. Das heißt, also man sollte sich beraten lassen oder einen Guide mit dabei man haben. Man sollte sich auf jeden Fall beraten lassen oder einen Guide mit haben. Ja. Und also ein Guide wäre mir immer gut. Also die Sachen, die man so auf eigene Faust machen, sind meistens ziemlich riskant. Was ist mit Sonnenschutz, Wind, Wetter? Ganz wichtig, natürlich das übliche, warme Kleidung sollte man haben. Dementsprechende Kleidung. Sonnenschutz natürlich, weil im Schnee stehst du ja mehr oder weniger in einem Strahlengewitter. Du kriegst es ja nicht nur von oben, sondern ganz viel vom Boden rauf. Wobei man beim Sonnenschutz aufpassen sollte, dass man Produkte hernimmt, die möglichst wenig Wasser enthalten. Weil das kann dann frieren auf der Haut. Gell? Also auf das muss man im Winter auf jeden Fall aufpassen. Gell? Und natürlich Brillen. Gell? Um die Bindehaut zu schonen. Und die sollten auch dementsprechend UV-Schutz haben. Durch die dünne Luft sind die Helligkeit und die UV-Strahlung im Gebirge um einiges höher als in Regionen ohne Schnee.
Neben einem Sunblocker für die unbedeckte Haut ist eine gute Sonnenbrille daher wichtig. Ansonsten droht Schneeblindheit. Wir genießen die Impressionen, die uns die Landschaft bietet. Dieses Hochtal hatte seit Urzeiten Bedeutung als Handelsweg über die Alpen. Bereits vor 5000 Jahren nutzten die Kelten diesen Alpenübergang. Die Römer bauten die Strecke aus. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Langsam nähern wir uns unserem Ziel. Als wir das Tauernhaus erreichen, verschlechtert sich das Wetter. Ein Föhnsturm zieht auf. Hier in den Bergen kann das Wetter schnell umschlagen. So, nach dieser schönen Tour werden wir uns jetzt was Gutes gönnen. Und zwar im Krimmler Tauernhaus. Ein sehr geschichtsträchtiges Haus, das erste Mal erwähnt 1389. Vielleicht nur kurz zu den Tauernhäusern. Die Tauernhäuser wurden vom Erzbischof errichtet als Stützpunkt für die Saumhändler. Der Krimmler Tauern war nämlich ein wichtiger Übergang in den Süden und da sind Waren hin und retour transportiert worden. Da gehen wir jetzt rein. Super. Die Saumhändler transportierten mit ihren Lasttieren Waren über die Alpenpässe zwischen dem heutigen Österreich und dem zu Italien gehörenden Südtirol. Das Tauernhaus hatte somit über viele Jahrhunderte eine wichtige Bedeutung als Station auf dem Weg über die Alpen. Und während draußen der Föhnsturm stärker wird, machen wir es uns in der alten Stube gemütlich. Und ein tolles Ziel hier mit dem Tauernhaus und, und gerade diese Stube, die ist wunderschön, oder? Ja. Der schön, da kommt der Friedel gerade. Ja, okay, das doch mal und grüß dich. Sag mal, diese Stube hier oder euer Haus, wie alt ist das? Ja, das Krimmler Tauernhaus hat die erste urkundliche Erwähnung, 27. August 1389. Die Stuben, der Parterre und die Kellerräume sind noch original. Man hat halt außen im Vorhaus die Wandvertäfelung einmal neu gemacht. Ja. Aber der Grundriss ist noch original. Und das Holz hier in der Stube? Das Holz in der Stube ist noch geschichtsträchtiger. Weil das Krimmler Hoch, da ist ein Nord-Süd-Tal, ist ein Handelsweg gewesen in den Süden. Und auf jeder Nord- und Südseite hat es ein Tauernhaus gegeben. Und die Betreiber, der Bewirtschafter vom Tauernhaus, haben die Aufgabe gehabt, die Säumer und Händler zu beherbergen. Und aus dem Grund hat man speziell da in der alten Stube nach dem C4-Prinzip die Radioaktivität im Holz gemessen. Ja. Und nach diesem Verfahren ist das Holz, was da eingebaut ist und im Keller ca. 1200 bis 1250 Jahre alt. Schlagbares Holz braucht da herum ungefähr 180 bis 200 Jahre. Na, reden wir weit weg von der Zeit, als wir die erste urkundliche Erwähnung ist. Und ihr habt den ganzen Winter über geöffnet? Wir haben das Tauernhaus den ganzen Winter geöffnet. Wie kommen die Leute hoch? Ja, die Leute kommen früher, wo wir noch nicht so mobil gewesen sind wie heute, ist das alles mit Ski und zu Fuß gegangen. Da ist auch das ganze Material getragen worden im Winter. Da haben 4-5 Träger beschäftigt werden, die das Material hergebracht haben. Und seit wir halt eben die Motorisierung haben, mein Vater hat 1964 den ersten Motorschlitten gekauft. Und so war der Beginn der Motorisierung. Und so ist das halt mit der Zeit gewachsen. Da haben wir einen Wegebau gehabt und heute fahren wir halt mit einem Winterfahrzeug, mit Raupen, mit einer Personenkabine, wo wir halt 12, 14 Leute aufladen können und da bringen wir das ganze Material her. Super. Ja. Kannst du uns was zum Essen empfehlen? Ja, ich kann euch zum Essen empfehlen, weil wir ja da mitten im Nationalpark sind. Und ganz speziell ist unser Gamsbraten und als Dessert einen hausgemachten Kaiserschmarrn. Tun wir das nicht? Klingt gut. Super gut.
Kurze Zeit später bekommen wir unseren Gamsbraten auch schon serviert. Und der schmeckt tatsächlich so gut, wie er aussieht. Ein köstlicher Abschluss eines perfekten Tages in der Natur. Schneeschuhwandern ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, diese unberührte, tief verschneite Winterlandschaft zu erleben. Auch wenn man nicht Ski fährt oder wenn man nicht besonders sportlich ist. Und ich kann das wirklich jedem nur wärmstens empfehlen.